Anfang September 2008 eröffnete die Triergalerie. 7,5 Monate später ist das Umfeld des Einkaufszentrums teilweise aber immer noch Baustelle. Absperrungen prägen das Bild in der Zuckerbergstraße, im Morsgässchen und im Durchgang zwischen Zuckerberg und Metzeltstraße. Vor dem Haupteingang in der Fleischstraße gleicht das Pflaster einer Buckelpiste. Triers Baudezernentin Simone Käs-Torjani zeigt sich verwundert und kündigt juristische Schritte gegen den Bauherrn, die Berliner Firma Trigon Invest, an. Bedauerlicherweise ist jetzt nach fast einem halben Jahr immer noch nicht das Umfeld in dem Zustand, wie es vereinbart war. Und ich muss sagen, dass ich schon sehr enttäuscht bin als Stadt, dass die Vereinbarungen, die mit dem Investor getroffen worden sind, nicht eingehalten wurden. Und das Umfeld, das Straßenumfeld, die Fußgängerzone oder auch Moorsgässchen und die Metzelstraße sind nicht in dem vereinbarten Zustand. Und die Stadt kann diese Baumaßnahme nicht abnehmen. Und bedauerlicherweise sind bisher alle Fristen zur Wiederherstellung des verkehrssicheren Zustandes abgelaufen, sodass nun der Rechtsweg eingeschritten werden muss. Weil die Stadt die Abnahme der Baustelle bislang verweigert hat, liegt die Neuordnung des Verkehrs hinter der Triergalerie auf Eis. Das hält viele Autofahrer nicht davon ab, die Metzelstraße, eigentlich noch gesperrte Baustellenstraße, dennoch als Abkürzung zu nutzen. Bauherr Trigon Invest räumt gegenüber dem TV ein, es sei zu Verzögerungen im Baufortschritt gekommen, und führt dies auch auf den beauftragten Generalunternehmer zurück. Gleichzeitig kündigte er an, die leidige Situation bald zu beenden.